So, und damit moin moin, hallo und herzlich willkommen in einer neuen Version und zu einem neuen Factorio-Stream. So, ich werde es mir bestimmt nicht alles wieder angucken, es sind eh immer viel zu viele und die Updates sind zurzeit ja echt bald täglich gefühlt. Und ja, dann wollen wir sagen, einfach weiter, Spiel laden, wollen wir's. Und, jawohl, keine Ahnung, wo ich beim letzten Mal stehen geblieben war. Gucken wir uns das gleich mal an und begrüße euch mal jeden, der da vielleicht schon zuschaut und schon da ist hier auf Twitch. Warum stand ich hier rum? 1.16.22 hat deine Map geschrottet. Oh je. Wahrscheinlich wegen 1000 Mods. Gucken wir mal. Hier sieht alles noch gut aus. Es sieht alles noch normal aus. Es sieht brauchbar aus. Alles klar. Und wo waren wir? Wo waren wir hier? Wo wären wir denn? Ich weiß es doch auch nicht mehr. Ich weiß es doch auch schon wieder nicht mehr. Erstmal wieder reinkommen und gucken und in dem Sinne auch erstmal wollen wir uns auch mal gettern. Lalala. Ja. War gerade verwirrt. Da ist unser Kohlelager. Ich habe es gerade hier gesucht und wunderte mich, wo ist das Kohlelager hin? Oh, weia. Das verspricht doch schon mal wieder super zu werden. Ah, auf 1620 geht's wieder problemlos. Okay. Wer weiß, was da wieder getan wurde. Okay, so. Dum, 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 dum. Eine neue Facecam ist incoming. Tralalalala. Auch nur, weil es im Angebot war. Wobei es wahrscheinlich daran lag, dass es ein Vorgängermodell war, von dem ich eigentlich haben wollte. Aber mal gucken. Sollte aus meiner Sicht Dienstag da sein. Und dann mal schauen, ob sie das tut, was ich will und ob sie auch wirklich mit schlechten Lichtverhältnissen zurechtkommt. Aber ich sag mal, so eine Action-Cam sollte das ja eigentlich irgendwie können. Und auch nochmal vielen Dank für den Hinweis, dass das Ding heute im Angebot war. Auf Amazonchen. Und auch mal hier der Hinweis, wenn ihr mich unterstützen und supporten wollt, ohne dass es euch was kostet, benutzt einfach mal den Amazon-Link. Das hilft wirklich sehr, auch wenn es so, ein Buch ist. Kleinvieh macht da ganz viel Mist, im Zweifel. So, was brauchen wir denn? Was brauchen wir denn? Was bräuchten wir denn überhaupt mal? Ich habe keine Ahnung, was wir mal forschen sollten. Ich glaube, wir lassen einfach mal die Forschung wieder ein bisschen offen. Was wollten wir denn machen? Ich glaube, wir waren dabei, die blauen Fläschchen langsam herzustellen. Das kann sein. Das ist ja auch hier dieser Abschnitt, ne? Deswegen stand ich hier wahrscheinlich auch rum. Guten Morgen, ich bin die Nachtschwester und ich glaube, ich weiß wieder, wo wir waren. Okay. Ja, doch, dann könnten wir hier mal gucken. So, was haben wir denn schon alles? Wir haben Motoren, wir haben Maschinen. Was brauchen wir denn noch dafür? Die roten Chips und da brauchen wir Plastik. Und ja, ich entsinne mich, dafür hat man, glaube ich, auch schon mal angefangen, einen Zug zu bauen. Da. Was brauchen wir denn noch für einen weiteren? 20 Motoreinheiten brauchen wir nochmal. Nehmen wir uns noch einen. Lass mich hier. Nein, ich will nicht abgetrieben werden. Lass uns mal noch einen bauen können. So, und dann müssen wir schon mal ein paar Schienen herstellen. Warte mal, kurz gucken. Da. Hier sind die. Wo sind denn die? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Wo ist denn das, was ich suche? Wisst ihr das? Ich suche gerade einfach die Stoppzeichen, die sehe ich gerade nicht. Müssen wir die, haben wir die noch nicht erforscht? What? Automatischer Schienenverkehr. Zughaltestelle, tatsächlich. Die haben wir echt noch nicht erforscht. Alles klar. Dann tun wir das doch mal. Die brauchen wir nicht da unten. Die können wir da oben packen. Das ist ja so der Altgeraffel. Und dann müssen wir mal schauen, wo wir rangehen. Also entweder wir holen uns die 2180% hier oben und haben da auch noch ein bisschen Kupfer und ein bisschen Eisen. Oder wir gehen erstmal hier dran, an diese 500, na gut, das sind 1100%, so roundabout. Wir wollen da hin, das heißt so und dann hoch oder einfach runter und dann rüber. Ich glaube, es kommt das gleiche raus. Wir nehmen, glaube ich, erstmal das hier, weil es näher dran ist. Lalala. Und ich bin immer noch erstaunt, dass noch keine böse Base hier zu uns gestoßen ist. Wir brauchen natürlich dann auch Pumpjacks. Wir brauchen Pumpen, wir brauchen... Ach du Schande, wir brauchen Lagertanks. Und wo sind sie denn, die Pumpjacks? Da sind die Pumpjacks. Okay. Ich sollte vielleicht ein bisschen Material noch mitnehmen, wenn ich darüber renne. So, das sollte erstmal an Eisen reichen. Vielleicht noch ein bisschen Kupfer, muss ja nicht zu viel sein. So, gibt nur eins. So, den angefangen tun wir wieder rein. So. Oh, da ist.
Ja, danke, ich will das nicht sehen. Nein, ich will das nicht sehen. Haut ab mit der Forschung, mit dem Video. Wir wissen ja ungefähr, wie es mit den Zügen funktioniert, auch wenn es nicht gut ist. Ein bisschen kennen wir uns da ja aus. Fortgeschrittene Ölverarbeitung. Lalalala. Tragbares Solarpanel. Schneller forschen. Schaltungsnetze habe ich bis heute noch nicht einmal benutzt. Theoretisch ist es ja ganz sinnvoll, wenn man dann bestimmte Bereiche, die, wenn sie gerade nicht gebraucht werden, abschalten und wieder zuschalten kann, ne, etc. pp. Aber irgendwie habe ich das noch nie benutzt und ich habe es auch noch bei niemandem gesehen, der es benutzt. Also zumindest nicht bei denen, wo ich dann im Zweifel mal Factorio geguckt habe. So, da machen wir doch ein bisschen Rabemmel. So ein bisschen Kugelfeuerradde. Stahl vielleicht noch ein kleines bisschen. Das produzieren wir ja hier hinten auch. Und dann gucken wir mal. Wer hat denn hier rumgemogelt? Oh, ein Schlodri. Also Frechheit. So, zack. Jetzt passt. Okay. Dann wollen wir mal. Hier unten wird ordentlich geforscht. Ja, das ist echt neu. Das ist schöner geworden. Da war ja beim letzten Stream schon der Hinweis, dass da wohl neue Animationen im Gange sind. Jetzt sehe ich es auch mal. Jetzt ist es mir echt mal aufgefallen. So. Wie weit müssen wir denn? Hier hinten haben wir noch unser Altkohle. Abbau. Und dann schauen wir mal uns hier so ein bisschen um. Wo ist es denn? Ich müsste eigentlich drauf... Ach, da. 1, 2, 3. Aber selbst habe mich damit auch noch nicht beschäftigt, obwohl es für Lagersysteme echt von Vorteil ist, alleine weil gleichmäßig aufgeteilt wird. Ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe es bei noch niemandem gesehen. Ich guck vielleicht doch die falschen Leute dafür. Kann ja auch sein. Ich sehe hier gerade nur eins, aber es müsste doch hier genau... Es müssten drei hier um mich herum sein. Da ist noch eins versteckt und... Oh Gott, ist das schwer zu erkennen. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es müssten 6 Stück ja genau sein. Jawohl. Damit wir die Pumpchecks hier schon mal einsetzen können. Und theoretisch kann man mit solchen Lagersystemen echt schön, mit solchen Schaltsystemen echt schöne Sachen machen. Also das steht mal ganz außer Frage, aber ich habe es einfach auch noch nie so wirklich gebraucht. Also zum Beispiel könnte man ja sagen, okay, unsere Eisenproduktion läuft nur, wenn Lager leer ist oder es da an der Stelle gebraucht wird. Man kann damit halt wirklich auch folglich Strom sparen. Aber, keine Ahnung. Ist mich noch nicht reizend gewesen. Ist hier nichts. So, Schienen brauchen wir auch schon mal ein paar. Dum, dum, da, dup, 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 da. Zack. Alles anschließen, alles anschließen. Hier machen wir die Tanks dann hin, würde ich sagen. Ich glaube, 6 Tanks reichen. Erst einmal. Ah, verdammte Husterei. Dann brauchen wir, glaube ich, auch bei 2 Waggons. Da müssen wir jetzt sogar echt mal gucken. Die sehen wir jetzt hier natürlich nicht, weil wir keine Schienen haben. Dann müssen wir gleich mal schauen, wie viele von den Pumpen wir dann brauchen. Na komm, ist fertig. Komm, schneller. Schneller, mein Freund. So, über Nacht ist hier auch wieder alles weiß geworden. Winter is coming back. Und ich hoffe, bei euch sieht's auch schön aus, beziehungsweise ist das Wetter angenehmer. Obwohl, ich finde, es sieht immer schön aus, wenn alles weiß ist. Das muss man ja dann doch mal zugestehen, dem lieben Wetter. So, wir brauchen Rohre. Ich bin eigentlich zu voll, die jetzt von Hand zu craften. Wir haben ja auch noch da oben genügend, theoretisch. Irgendwo, ach komm, bis ich da oben bin. So, Forschung, Forschung und Entwicklung. Könnten Forschungsgeschwindigkeit. Das Solarmodul können wir schon mal machen. Strom müssen wir hier auch noch, wie gesagt, runterziehen. Da werden dann aber die anderen Masten mal ganz gut. Dann nehmen wir dann die, dann nehme ich für. Lalala. Machen wir schon mal hier so ein paar. 5 Stück. 5 große. Scheiß Schnee da. Och, ich finde Schnee angenehm. Mir macht sogar Autofahren, macht mir bei Schnee auch Spaß normalerweise. Zumindest wenn kein Verkehr ist. Also wo lang fährt, wo sonst keiner ist. Es hat mir immer verdammt viel Freude bereitet. Keine Ahnung, woran das liegt. Es ist einfach so. Und weil es so ist, ist es so schön.
So, dann schmeißen wir die mal hoch. Und dann gucken wir mal. Aber dass es nicht jeder Schnee mag, ist natürlich auch verständlich. So. Und das ist die nächste Forschung. Fertig. Und da brauchen wir noch ein paar mehr. Zack, zack. La, 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 la. Zack und zack. Und zack. Wir haben ja eben dann auch mal Frühstück, kann man sagen. Halt. Doch, scheint korrekt zu sein. Mal ein Video zu Kingdom Come Deliverance angesehen. Und ja, das Spiel wird mich sehr reizen. Beim Gregor Onk mal das erste einstündige Video dazu, jetzt vorab. Und Alter, hab ich Bock auf das Spiel. Das wird schon ganz schlimm. Es war was, jetzt ist es weggeschmolzen. Gruß aus Oberbayern. Wo wir gerade von einem Gronkh sprechen, spendet der kleine Mini der kleine Erik. Hallo Suki. Ja, also hier ist, wie gesagt, über Nacht ganz viel Schnee gefallen. Es sieht alles wunderbar weiß aus und macht natürlich auch wunderbar viel Spaß, wenn es weiß ist. So, wie machen wir dich denn jetzt? So, machen wir dich mal dran. So, dann können die drei vollgepumpt werden. Dann müssen wir hier nur gucken, wie wir das gleich anschließen. Ah, verdammt. Verdammt! Das wäre so schön. Bräuchte man hier nur einen. Egal, gucken wir gleich. Gucken wir gleich. So, das haben wir. Dann müssen wir mal hier unseren Anfang vom Bahnhof legen. Der Anfang vom Untergang. Ja, mal gucken. So, hier. So, das reicht erstmal. Ups, also haben wir eigentlich einen Klich? Nee, das haben wir noch nicht gebaut. Das müssen wir erst erforschen. Zughaltestelle. 1, 2 Haltestellen. Ja, damit. So, zack, haben wir unseren ersten Zug, beziehungsweise die erste Haltestelle. Ja, Umspannwerk, genau, das wäre super. Das Problem ist, für das Umspannwerk müssen wir, glaube ich, noch irgendwas erforschen. Nämlich hier so ein Stromnetz 2, für die wir 100 von den blauen kleinen Mistdingern brauchen. Und für die blauen kleinen Mistdinger haben wir festgestellt, brauchen wir erstmal Plastik. Ah, verdammt, Entschuldigung, Moment. Könnten Sie vielleicht ein bisschen leiser krepieren? Ja, ich versuch's, so. Nein. So, zack, ein Zug. Und 1, 2. Und noch ein Zug. So. Na, geknafft. Krummel. Krumm. So, für mich mit Schokolade rum. So. Da arbeiten wir ja gerade darauf hin, dass wir das Umspannwerk und alles überhaupt haben und benutzen können. Und wunderbar. So, Treibstoff. Kohle. Das Early Game ist das Einzige, was mich in dem Spiel so ein bisschen ankotzt. Ja, war das eigentlich vorher auch schon so, dass man schon für die blauen Plastik gebraucht hat? Ich weiß nicht wieso, aber ich kann mich irgendwie nicht entsinnen, dass ich da am Anfang schon so sowas gebraucht hätte. Da haben sie auch so ein bisschen dran rumgeschroben. Wir brauchen erstmal 6 Pumpen. Dann können wir gleich noch 6 machen. So, Pumpe rein, Pumpe rein, Pumpe rein. Pumpe rein, Pumpe rein, Pumpe rein. Okay, das ist gut, das läuft. Das läuft nicht. Dann brauchen wir wieder noch ein paar mehr. So. Tap, tap, da. Lalalala. Also, ich kann mich da irgendwie nicht entsinnen, dass das schon immer so war. Aber vielleicht verwechsel ich es auch. Oder, keine Ahnung. So, genau hier. Ah, ich hätte jetzt gerne das große Umspannwerk. Ich hätte es so furchtbar gern. Ist schon seit 1,50. So, okay, dann habe ich es irgendwie verdrängt, dass es mich damals wahrscheinlich auch genervt hat. Das kann natürlich auch einfach sein. So. Und ja,
Passt nicht. Warte mal, das können wir ein bisschen besser machen, wenn wir hier so... Ups. Das hat niemand gesehen. Es gibt keine Beweise. Ich habe nicht aus Versehen geschossen. So, ein paar davon. So, damit sind die auch dran. Und dann fehlt eigentlich nur noch das hier. Eine RPG-Mod drauf gemacht. Jetzt levelt der Char. Super. Aber eigentlich auch ein interessanter Aspekt. Sowas hier als... Oh, stell dir mal vor, das hier so als wirkliches Roleplay zu spielen. Hätte was, wäre sicher geil. Aber ich glaube, würde auch sehr gut den Griefern entgegenkommen. Dann hätte man einen Factorio-Griefer. Ah ja, andererseits, die Server sind ja auch nicht so mega günstig für das Spiel. So. Verdammt nochmal, ist noch heute los.